Ja, Herr Berger, war es tatsächlich eine Frage für Sie, dass Sie sich gestellt haben, nach diesem verhängnisvollen Imola-Wochenende 1994 die Karriere zu beenden, den Helm an den Nagel zu hängen? Waren die Gedanken da? Ja, die waren absolut da. Man vergisst ja immer in dieser Diskussion, dass dieses Wochenende schon mehrere Facetten gehabt hat und vor allem am Tag vorher Roland Ratzenberger verunglückt ist. Auch das war eine harte Nummer für uns alle. Wir sind im Qualifying im Auto gesessen, wollten alle gerade raus auf die schnellste Runde. Das war immer etwas Unangenehmes, immer was Schwieriges, immer was über den Grenzbereich. Und dann einen Unfall von einem Kollegen zu sehen, der dann auf der Strecke liegt bei Herzmassage und. Das sind so Bilder, die einfach wahnsinnig schwerfallen, wehtun und auch zum Denken, zum tiefsten Denken anregen. Nächsten Tag natürlich noch Senna, das war dann noch oben drauf. Bin dann ausgefallen an dem Grand Prix-Wochenende, war dann noch bei Ayrton im Krankenhaus und bin dann nach Hause geflogen und habe mir dann die nächsten Tage einfach die Frage gestellt, ist es jetzt die richtige Zeit, vielleicht selbst aufzuhören? Man hat vielleicht noch ein paar Jahre vor sich, aber braucht man die, ist es gescheit. Man muss in diesem Sport, vor allem in dieser Zeit, davon ausgehen, dass sowas auch mit dir selbst passieren kann. Und will man dieses Risiko noch gehen oder nicht gehen? Und ganz wesentliche Gedanken haben bei mir die Rolle gespielt oder eine Rolle gespielt. Und das war, wie ich habe meinen Unfall an der gleichen Stelle gehabt. Genau, 89. 89 war es auch jetzt gerade letzte Woche. 20 Jahre genau. Her ist, oder 25 Jahre her ist, ja. Und wie ich da im Krankenhaus in Innsbruck gelegen bin, nach diesem Unfall, habe ich einen Anruf gekriegt vom Ayrton und der hat gesagt, wie es mir geht. Und der hat gesagt, naja, geht schon wieder. Tut mir alles ein bisschen weh, aber komm schon. Sage ich nur Ayrton, diese Mauer dort, die ist scheiße. Da wird irgendwann einer verunglücken. Und wir sollten schauen, dass wir die Rennstrecke dort ändern. Wir sollten schauen, dass wir die Mauer dort wegbekommen. Dann hat er gesagt, naja, du hast recht. Sag ich, weißt du, was wir machen, wenn ich das nächste Mal, wir haben jetzt dann den Imola-Test, da bin ich wieder dabei, da schauen wir uns das an und dann schauen wir, ob wir das irgendwie den Vorschlag machen können, dass die Rennstrecke das modifiziert. Wir haben dann ein paar Wochen später diesen Test gehabt, die war dort. Und wir beide sind zu Fuß von der Box genau in diese Kurve gegangen, haben uns genau zu dieser Mauer hingestellt und haben geschaut, wie man diese Mauer entfernen kann. Und beide haben wir über die Mauer runtergeschaut und haben gesehen, hinter der Mauer ist ein Gefälle und unten ist also ein Bach, ein Fluss vorbeigegangen. Und beide haben gesagt, na, die kann man nicht verändern, die Mauer, weil sie fahren wir ja da alle ins Wasser rein. Dass man da auch die Rennstreckenführung ändern könnte, eine Schikane bauen könnte, das ist diese Denke ist auch erst nach diesen Unfällen entstanden. Vorher hat man eigentlich nicht so weit gedacht. Und wir sind beide da gestanden, haben uns angeschaut, haben den Kopf geschüttelt, haben gesagt, es geht nicht und sind wieder zu Fuß zurückgegangen, sind wieder weitergegangen und das Thema ist dabei geblieben und genau an dieser Stelle, wo wir gestanden sind, also gestorben. Und das war natürlich schon für mich in meinen Gedanken etwas, wo ich gesagt habe, das sind schon alles Zeichen, wo man dann irgendwann einmal sagen muss, okay, Glück gehabt, gute Erinnerungen, schöne Erinnerungen, machen wir was anderes und fahren dann das Risiko nicht mehr raus. Ich habe aber nach zwei oder drei Tagen gemerkt, dass das Einzige, was mich interessiert, das Einzige, was ich für mein Leben machen möchte, ist Rennsport, Formel 1 fahren und darum habe ich mich dann entschieden, weiterzufahren. Was mich jetzt noch interessiert, Sie haben auch jetzt Ihren eigenen Unfall, Imola 89 angesprochen, wahrscheinlich der schwerste Unfall in Ihrer Karriere. Haben Sie sich da auch schon diese Gedanken gemacht oder anders gefragt, ist es was anderes, wenn man den Kollegen, den guten Freund Senna, den Kollegen Ratzenberger sterben sieht, im Vergleich zu dem, wenn man selbst eigentlich dem Tod ins Auge schaut, wiegt das vielleicht nochmal schwerer, wenn man die Kollegen sterben sieht? Nein, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, in welchem Abschnitt seines Lebens, dass man ist, seiner Karrierenabschnitt ist, dass man ist. Wenn man da 5 Jahre dann zurückgeht, dann war ich ja noch relativ am Anfang meiner Karriere bei meinem schweren Unfall. Und ich kann mich noch gut erinnern, es hat so weh dann auch, wie ich da in die Brandverletzungen gehabt habe und da auf der Wiese gelegen bin und von den Ärzten betreut worden bin. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich die Gedanken gehabt, nie mehr wieder steige ich in so ein Auto ein. Will ich nicht mehr, mache ich nicht mehr. Aber spätestens im Krankenhaus, wo ich die erste Infusion drinnen gehabt habe und die Schmerzen ein bisschen nachlassen habe, habe ich schon wieder überlegt, wie ich beim nächsten Rennen irgendwie dabei sein könnte. Also da war ich einfach nicht reif für diese Idee, für diese Gedanken, weil das einfach in einem Abschnitt war, der noch sehr früh war. Der Senna-Unfall war schon in einem Abschnitt, wo man sagen, da war ich schon im Schritt des letzten, in das letzte Drittel. Da denkt man anders und da
behandelt man sowas auch anders. Und darum führt man dann auch solche Gedanken. Hat weder was zu tun mit dem eigenen Unfall oder mit den Kollegen, sondern hat eher mit der Zeit was zu tun. Gerd, Sie waren ja dann auch bei der Beisetzung von Ayrton Senna in Sao Paulo dabei, haben den Sarg auf den letzten Metern dann auch mitgetragen. Das war ein Wochenende, das die ganze Formel-1-Welt schockiert hat, vor allem aber natürlich Brasilien. Wie haben Sie denn die Anteilnahme im Heimatland, vor allem in der Heimatstadt Sao Paulo von Ayrton Senna, noch in Erinnerung? Naja, also ich habe vorher schon einmal erwähnt, Rennfahrer, bester Rennfahrer aller Zeiten zu sein, ist da beurteile ich ein Paket, nicht nur eine naturelle Gabe, schnell fahren zu können. Und ein Teil davon ist einfach seine Persönlichkeit. Und seine Persönlichkeit war so etwas Besonderes, dass wenn wir früher in neue Länder gereist worden sind, Japan oder Asien oder wo auch immer, dann ist öfters einmal vorgekommen, dass eine Anfrage da war, wo der Staatspräsident gesagt hat, er würde gerne den Ayrton Senna kennenlernen. Kein Mensch hat gewusst, warum den Ayrton Senna. Natürlich war er einer der erfolgreichsten von uns allen, aber da waren andere auch dabei. Der hat eine Ausstrahlung gehabt, die einfach anders war. Die war einfach für viele Leute sehr... viele Leute haben das sehr attraktiv gefunden. Viele Leute wollten mit dem reden, wollten den verstehen, wollten den... mit dem näher stehen. Und genauso war es dann schlussendlich bei seiner Begräbnis in Brasilien. Es war eine Begräbnis, die eine Staatsbegräbnis ähnlich war und es war eine Anteilnahme. Es sind wirklich 10 Kilometer Leute in Dreierreihe da gestanden und sind hinter dem Sarg gestanden. Das waren nicht 1000 Meter oder 10.000 Meter, nein, es waren 10 Kilometer. Und es waren hunderttausende Leute. Und ich bin so da gestanden und habe gedacht, wie wenn er es selbst organisiert hätte. Also das war er. Und hat war natürlich schön, weil ich habe ihn sehr gerne gemacht und wir haben wirklich ein gutes Verhältnis gehabt und ich habe mich für ihn riesig gefreut, dass diese Anteilnahme so groß war. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Gibt es irgendein Erinnerungsstück, das Sie noch haben von Ayrton Senna oder vielleicht ein Foto, das Sie besonders noch in Erinnerung halten, irgendetwas, wo Sie sich 20 Jahre später nach dem Tod, nach dem Imola-Wochenende noch an Ihren Freund, an Ihren Teamkollegen erinnern? Naja, ich habe meine schönste Zeit mit ihm habe ich gehabt, wenn wir gemeinsam auf Urlaub waren und da gibt es einige Fotos bei mir. Wenn ich mich zurückerinnere an ihn, dann sehe ich vor mir so zwei, drei Einstellungen. Eine ist, und da gibt es auch ein Foto in den Archiven, ist, wo wir noch gemeinsam zu der Fahrerbesprechung in Imola gehen, wo er zu mir sagt, Gerd, nächste Woche müssen wir uns treffen, müssen wir über Sicherheit reden. Das war nach dem Ratzenberger Unfall. Wir müssen über Sicherheit reden, wir müssen da mehr machen. Das haben wir dort beim Hingehen besprochen, da gibt es ein Foto und das ist mir natürlich in Erinnerung. Dann gibt es eine Aufnahme in meinem Kopf. Ich bin an der Startaufstellung gestanden und Ferrari-Fahrer, ich war aus dem Auto draußen. Die haben natürlich sehr viele Fans dort gehabt und haben einen riesen Applaus gehabt. Und ich bin zufällig direkt neben seinem Auto gestanden, neben seinem Williams. Und er ist schon im Auto gesessen mit Helm auf. Und ich habe so richtig gesehen, wie er mich anschaut und wie er unter dem Helm lacht und wie er sich für mich freut, dass die Fosis da so hinter mir stehen. Ja. Das ist ein Bild, das ich immer wieder bei Gedanken vor mir habe. Und das Letzte ist natürlich das, ich habe ihn im Krankenhaus noch besucht, war dann noch im Operationssaal bei ihm, habe mich dort auch verabschiedet, habe auch dort eigentlich gesehen, dass das letzte Mal sein wird, dass ich ihn sehe. Und das ist die schwarze Seite, aber auch diese Seite erinnere mich gerne. Gerd Berger, herzlichen Dank fürs Gespräch. Noch mehr Weggefährten, noch mehr Zeitzeugen, aber auch der schärfste Konkurrent von Ayrton Senna, nämlich Alain Prost. Die kommen jetzt alle zu Wort in der nun folgenden Dokumentation aus dem Jahr 2004, Senna, The Right to Win.